Hallöchen Freunde und schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe heute richtig gute Laune und genau deswegen gehen wir Dörfer ausrotten. Alter Schwede, haben wir viele Münzen gesammelt. Mal ganz im Ernst, wie viel ist denn da zusammengekommen? Gerste haben wir auch noch ein bisschen. Wir müssen natürlich erstmal ein Dorf finden. Aber das werden wir schon hinkriegen. Aber ich habe Bock auf Gemetzel. Knochenmanns braucht noch 9 Minuten, aber wir sind ja letzte Folge eigentlich ganz gut ohne ausgekommen. Wo hatten wir die anderen Totems? Da, 3 Stück. Zack, 4. 1 noch. Wir haben nicht zufällig noch woanders eins. Ich sag's euch, wir finden jetzt noch einen. Und dann besiegt man den Endboss und sehen, in irgendeiner Kiste wären noch 2 Stück gewesen. Das kann ich mir nur so vorstellen. Bei mir passiert immer so ein Scheiß. So, Pfeile. 29 Stück haben wir bloß noch. Ist halt nicht mehr allzu viel. Wir könnten natürlich noch ein paar herstellen. Was haben wir denn gebraucht? Ich glaube, nur die Nadeln und Holz, ne? War noch eine der wenigen Pfeile, die keine Federn gebraucht haben. Nee, anscheinend irgendwas anderes. Nadelfeil, Nadelfeil. Ah, so viel zum Thema. Nee, die kein Holz gebraucht haben. Also Federn. Wetter ist wieder Valheim typisch. Wie immer. Einfach zum Kotzen. Ja, wir pimpern uns hier mal 200er Stacks, wollte ich sagen. Zusammen. Wird leider nicht ganz. Naja, zumindest 189. Aber das sind wir auch schon wieder out of Pfeile, ne? Also out of Nadeln. Krass. Hätte ich nicht gedacht, so viele, wie wir in letzter Zeit gesammelt haben, aber okay. Wir brauchen halt auch genauso viele. So, Holz noch weg. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Fell, ein bisschen Leder. Dann gehen wir nochmal pennen. Leder. Fell, Moltebeeren. Moltebeeren, Brechbeeren haben wir am Start. Was haben wir hier noch? Feuerstein braucht auch kein Mensch. Stein haben wir hier ganz vorne hingebastelt, ne? Genau. So, Feuerstein noch. Zack. Gut, also, jetzt müssen wir mal gucken wegen Lebensmitteln. Ich glaube, unsere Schlangeneintöpfe waren alle richtig. Ich möchte aber auch keine neuen kochen. Aber was Gutes brauchen wir halt schon. Wir haben auf jeden Fall noch genügend Würste. Haben wir die Brechbeeren irgendwo hier vorne, ne? Brechbeeren, Brechbeeren hier unten. Zack, weg mit dem Schund. Dim, 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 dim. Was essen wir mal am dümmsten? Kacke. Wir haben fast gar nichts mehr. Das ist doch Mist. Das war alles Hirschfleisch, bisschen Wolfsfleisch, aber ist alles. Was haben wir hier? Ach, Loks Fleischpastete. 75 Gesundheit. Ja, nehmen wir mit eine. Müssen wir halt mal wieder ein paar Lokse töten. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch irgendwas. Jetzt lass mal gucken. Wir haben Ausdauer, Gesundheit, Gesundheit. Das heißt, wenn die Dinger leer sind, wir wollen eigentlich wieder ein bisschen mehr auf Gesundheit gehen. Fischhappen war auch geile Gesundheit. Karottensuppe nicht so geil. Augencreme ist alles Müll. Marmelade, das ist alles Ausdauer. Rübeneintopf, nein, ist auch Ausdauer. Zwiebelsuppe, Ausdauer. Hackfleischsoße ist richtig schlecht. Ah, Menno. Karottensuppe, nee, auch Ausdauer. Schwarzsuppe. 50 Gesundheit zumindest. Blutsack, Honig, Rübe. Wir haben einen Blutsack. Nee, hier. Okay, wir haben einen Blutsack. Bringt alles nichts. Aber wir haben doch bestimmt ein bisschen Fisch. Auch nur einen. Mann, wir haben fast gar nichts Gutes mehr. Ja, dann müssen wir jetzt halt auf irgendwas Ausdauermäßiges gehen. Ich will nicht die halbe Folge damit verbringen. Ich glaube, Möhren und Pilze, ne? Lass es bitte Möhren und Pilze gewesen sein. Karottensuppe. Ja, scheiß drauf. Nehmen wir jetzt halt ein bisschen Suppe mit. Ist jetzt nicht ideal, aber Knochenmanns ist auch bald wieder am Start. So, zack, noch 5-mal Suppe, alles gut. Ich muss mir mal wieder Zeit nehmen, vielleicht offstream. Ein paar Lebensmittel braten oder wir machen es im Stream. Mal gucken.
So, ein Teer haben wir noch. Zack, weg mit dem Ding. Jetzt geht's pennen. Guck mal, wir haben hier oben noch Fleisch. Ne, nicht Flachs, Fleisch. Danke. Wir hätten wahrscheinlich hier vorne nochmal das Dings anzünden können. Hätten wir da ein, zwei Minuten mehr ausgeruht bekommen. Ja, wir gehen wieder zur selben Stelle. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen weiter. Obwohl, wir waren schon relativ weit, aber durch waren wir noch nicht. Alter, was pennt der so lange? Bruder, was ist los mit dir? Aber müde. So, wo waren wir denn? Na, hier ging es noch weiter, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir werden schon noch was finden. Ach, ich Depp. Moment. Diesmal stelle ich für euch die Musik an. Mach jetzt mal so. Warte, ich mach's lieber ein bisschen leiser. Wenn es zu laut ist, ist es kacke. Also, Schlange. Weil wir haben gepennt, ne? Und es ist immer noch dasselbe Wetter. Es ist komplett düster. Es ist doch scheiße. Gibt es einen schönen Wettermod? Würde ich mir runterladen. Ich modde mir das Spiel einfach komplett schön. Nur Sonnenschein. Die ganzen Gegner sind lieb, kommen vorbei, gucken sich die Base an. Wenn Angriffe sind, bringen sie Kuchen mit. Ach, schön. Nee, ich habe überlegt, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich hatte einen Zuschauer, Ertakus LP, macht glaube ich auch YouTube und streamt auch ein bisschen. Und er hat mir im Stream von Mods erzählt, die er hat, die einfach, ja, wie nennt man es denn? Also Challenges ins Spiel reinbringen, ja, so ganz grob gesagt. Also dass du halt so wie Spielmodis hast, ne? So nicht einfach hier überleben und ein bisschen das, sondern, aua! Ja, halt so ein paar Spielmodi. Aua! Mensch, ich will hier mal in Ruhe erzählen, ihr Schweine. Weil wir so wenig Leben haben, ne? Weil das auch irgendwas mit den Lebenspunkten... Wahnsinn, wir kriegen die nicht geblockt. Dann müssen wir jetzt im richtigen Moment angreifen. Das Vieh wird angreifen. Wir müssen eher schlagen. Nein! Schade. Boah, fast gestorben, ne? Ah, doch. Nee, das sind auch noch Ebenen. Was ist mit unserem Leben los? Geht aber ganz langsam wieder hoch. Ja, halt einfach so verschiedene Spielmodi reinbringt, wo man halt, keine Ahnung, die ganze Zeit angegriffen wird und man muss immer was machen. Und levelt dann ein Stück auf und wird stärker und kriegt bessere Waffen oder was auch immer. Also ich habe da mal kurz gegoogelt, da gibt es wohl eine ganze Menge davon. Und ich finde es relativ spannend, einfach mal so auszuprobieren. Also wenn ihr Bock drauf habt, machen wir das gerne mal. Ich hoffe, dass die Mods alle auch funktionieren nach dem Update. Also da hinten haben wir auf jeden Fall schon mal ein Gebäude. Jetzt müssen wir mal schauen. Ob es uns auch ein Totem gibt. Wäre natürlich mega geil. Oh, würde ich mich freuen. Jawohl! Da haben wir es. Perfekt. Guck mal, wir müssen nicht mal groß kämpfen. Zack, wieder weg. Die haben nicht mal was mitgekriegt, die Schweine. Ja, geil. Das ging ja schneller als erwartet. Ich fühle mich gar nicht bereit, zum Endboss zu gehen. Aua. Nee, da müssen wir auch definitiv vorher noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ich würde sagen, dann machen wir das jetzt in der Folge. Ach, krass. So viel Schwein musst du auch erstmal haben. Aber ich sag doch, ich hatte in Erinnerung, dass es an diesen einzelnen Gebäuden welche gab. Irgendwie die ersten Totems, die wir gefunden haben, waren definitiv an so einzelnen Gebäuden. Und nicht in so einem kompletten Villages drin. Und ich hatte recht. Ja, perfekt. Kam etwas überraschend. Sah gerade aus wie irgendein Tier da unten. Das heißt, wir wären soweit ready.
Wir gucken uns jetzt nochmal die Lebensmittel an, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber ich würde sagen, wir treffen jetzt die kompletten Vorbereitungen für den Bosskampf. Das heißt, die Lebensmittel herstellen, nochmal gucken. Ich hatte einen Kommentar, danke an der Stelle, dass die Untoten, also die Goblins und auch der Endboss, nee, die Goblins sind nicht untot, ne? Aber der Endboss zumindest, dass er wohl anfällig gegenüber Silber ist. Ich hatte selber gegoogelt, da stand, er hat keine Schwächen. Aber ich glaube da eher dem netten Kommentator als dem großen bösen Internet. Nee, keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass das hinhauen wird, wenn er mir das sagt. Aber irgendwie finde ich dieses Schwert gerade mega geil. Wir müssen halt mal gucken. Haben wir jetzt irgendwas? Ja, wir haben wieder Schwarzmetall aufgenommen. Guck mal, hat es das jetzt teleportiert? Nee, schade. Ich dachte, ich habe das System getribbelt. Ja, Frostner haben wir zumindest aus Silber hergestellt. Bin ich mir relativ sicher. Aber ob das so den Unterschied macht oder ob wir einfach mal beide Waffen mitnehmen in den Kampf. Vielleicht nehmen wir einfach beide mit. Steht das hier eigentlich irgendwo? Hauen, Eis, Geist, Ausdauer, bla bla bla. Nee, ne? Ah doch, die Toten fürchten das Silber, erinnere sie daran, warum das so ist. Also doch. Das ist Eisen, das ist Silber. Also müsste Frostner prinzipiell mehr Schaden machen. Oder vielleicht nicht mehr als das Schwert, aber gleichzeitig noch einfrieren. Ich würde sagen, wir nehmen es einfach mit. Wir kloppen mit beiden Dingern mal drauf, werden sehen, was passiert. So. Beste Lebensmittelkombi. Ist halt immer die Frage. Gehen wir auf Ausdauer, gehen wir auf Leben. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen lieber auf Leben. Weil ich weiß nicht, wie viel Schaden der mit einmal reinrockt. Ob viele Ads kommen und so weiter und so fort. Dann überlebe ich lieber erstmal und habe wenig Ausdauer. Also gehen wir auf Leben. Also das ist natürlich gar keine Frage. Wir brauchen Schlange. Brauchen wir noch dafür? Aber wir müssen das garen. Wir haben kein Holz. Eigentlich müssten wir auch vorher mal noch die Gemütlichkeit ein bisschen hochhämmern. Ach, dieses Riesenschlangenfleisch. Geil. Ja, vielleicht bauen wir uns nochmal fix irgendwo was hin, dass wir zumindest die Gemütlichkeitsstufe noch ein, zwei Punkte hochkriegen, dass wir echt das Maximale mitnehmen. Boah, ich hab Bock, Alter. Ich hoffe ja auch. So lange gewartet. Ich dachte, es dauert auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen und Dörfer ausrotten, bis wir so ein Totem finden. Aber dass es so schnell geht, hätte ich im Leben nicht gedacht. Komm, werd fertig. Wollen wir uns einfach verbrutzeln lassen, machen wir Kohle draus. Brauchen wir eh gerade dringender Scheiß drauf. Na komm. Braucht aber ewig. Gut, ist halt auch groß, ne? Muss schön durch sein. Nichts mit Medium. Nichts mit blutig. Danke, 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 danke. Eins haben wir noch, lassen wir jetzt erstmal. Und was hat es noch gebraucht? Ach komm, jetzt hier noch das Feuer leer. Wo war sie? Wo war sie? Hier, Schlangeneintopf. Honig und Pilz. Honig. Und Pilz. Wir nehmen auf jeden Fall nicht alle mit für den Fall, dass wir sterben. Also, da haben wir 80 Gesundheit. Ich glaube, mehr ist wirklich nicht drin. Zack, haben wir das. Schwarzsuppe ist schlecht. Blutpudding, 75 Ausdauer, 2 HP pro Tick. Ist nicht verkehrt. Brauchen wir wieder Blutsäcke, haben wir nicht. Brotteig, wir müssen da nochmal gucken, wir haben noch Brot.
70 Ausdauer, 23. 75, 25. Nimmt sich nicht mega viel, aber ein bisschen was. 65 ist Murks. Nochmal 70 Gesundheit. Ich weiß nicht, was die Lox-Pastete gegeben hat. Aber ich glaube, Lox-Pastete war auch mit einer der Ultra-Dinger, ne? So, wir haben auf jeden Fall schon mal Top-Lebensmittel. Ach doch, wir haben doch eine dabei. 75 Gesundheit und 4 HP pro Tick. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen noch mal ein paar Loxe töten gehen. Tut mir leid, aber ich möchte auf jeden Fall Loxis im Magen. 80 Gesundheit, 4 HP pro Tick. Es ist natürlich schon ultra, aber es ist eigentlich auch das, wo du am schwersten rankommst. Also, wir nehmen das als Gesundheit, wir nehmen das als Gesundheit. Und jetzt brauchen wir noch irgendwas, was richtig viel Ausdauer reinkickt. 65 Ausdauer. 75 Ausdauer, der Blutpudding. Wir brauchen eigentlich Blutpudding. Definitiv. Macht zwar nur 2 HP pro Tick, aber zumindest 75 und 25. Und das andere war... Welches hat wir denn gerade? 65, 21? Bin ich irgendwas mit 73? Oder bin ich gerade dumm? Wahrscheinlich bin ich dumm. Also, wir brauchen unbedingt... Disteln müssten wir haben. Oder zumindest ein paar. Oh ja, okay, genügend. Ich fasse es nicht, dass wir so wenig Blutsäcke haben. Also, Pilze. Honig. Packen wir erstmal den Schlangeintopf weg. Nicht, dass ich den irgendwo noch verliere, da heulig. Die Lox-Pastete auch erstmal weg. Wir haben wahrscheinlich kein Lox-Fleisch mehr, ne? Doch, 8 Lox-Fleisch. Bam! Müssen wir keine Loxe mehr jagen. Brauchen wir Gerstenmehl und Moltebeeren noch? Haben wir noch fertiges Mehl oder haben wir das alles genommen für... Ach, guck mal, wir haben doch noch Brot. Also, wir brauchen Gerste. So, wir müssen Mehl herstellen. Oder warte mal, hatte ich für Mehl eine extra Kiste? Gerste, Fleisch, Leinzwirn, Fisch, nee, ne? Nö. Wo kam's denn rein? Hinten rein, vorne raus. Mit dem Geräusch zusammen könnte man glatt zweideutig denken. So, also, wir brauchen die Gerste noch. Moltebeeren haben wir doch genug. Bitte sag mir, wir haben genug Moltebeeren. 3 Stück. Ich hab die... Hab ich die jetzt wirklich alle zu den Loxis geschmissen? Ich bin ein Depp. Naja gut, dann wissen wir ja, was wir die Folge noch machen. Auf, auf! Wir haben wahrscheinlich noch irgend... Oh, warte mal. Wir haben noch ein Totem einstecken. Das muss erstmal gesaved werden. Ich freue mich, dass das so schnell ging. Zack. Nee, wo haben wir sie? Hier. Bam. 5 Stück. Gehen wir nochmal in die Ebenen. Wir gehen hier zur alten Basis. Da waren, glaube ich, ganz, ganz viele Moltebeeren drumherum. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Hier war doch so ein ganzes Feld direkt davor. Habt ihr noch immer welche, wenn wir zu Loxi wollten. Da hinten guckt's rum. Wollen wir mal gucken gehen, ob wir dort ein Totem gefunden hätten? Und auf dem Weg können wir ja ein paar Moltebeeren sammeln. Ah, das wäre so ärgerlich jetzt. Todes Kido. Es ist komisch, da oben nur 6 Stück in der Leiste zu haben.
Wir haben bestimmt gleich attackiert. Oh, wenn jetzt hier einer ist, da ärgere ich mich so dolle. Ah, ich glaube, wir haben es schon leer gemacht. Perfekt. Dann ist alles gut. Wie viele Moldebeeren haben wir denn? 15 Stück. Ein paar mehr wären schon schön. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wir hätten gleich mal Frostner ausprobieren können. Mal Frostner ist halt... Na gut, so langsam ist Frostner nicht. Warte mal. Ach so, 43. Ja, die sind ja nicht untot. 44. Eigentlich müssten wir es an einem Skelett ausprobieren, aber die Skelette sind natürlich alle One-Hit. Weiß nicht, aber den Schaden sehen wir trotzdem, ne? Ach, wir probieren es einfach beim Endgegner. Was soll der Geiz? Uloxi, ich wollte dich nicht verärgern. Ich würde dir gerne nochmal welche hinwerfen. Hat sie uns schon? Glaube nicht. Mal eine? Ist ja nicht so, dass sie sich die ja selber pflücken könnte. Müssen wir natürlich erstmal hinwerfen. Ah, jetzt hat sie uns gesehen. Ach, Loxi. Das ist auch so eine never-ending Love-Story mit uns. Erst hast du mich lieb, dann nicht mehr. Naja. Also, 29 Moldebeeren. Sollte doch passen. Geht schnell zurück. Dass Loxi sich beruhigen kann. Stell doch die paar Lebensmittel her, dann wird hier Schluss sein mit der Folge. Und dann geht's nächste Folge auf. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben heute Dienstag. Die Folge kommt heute, das heißt morgen Stream. Und dann, ja, hatte ich ja gesagt, schon entweder Donnerstagabend oder Freitagvormittag kommt dann die Folge. Also kommt Samstag dann, ja, Samstag kommt die Folge, in welcher wir zu Jagdclub gehen. Und Sonntag geht es dann wieder mit dem Stream weiter. Passt doch ganz gut. Ich gucke halt, dass ich aus dem Stream nur eine Folge schneide. Dass wir es hier nicht ewig hinziehen, bis dann eine ganze Folge kommt. So, wie oft Folge kann man innerhalb von einer Minute sagen? Folge. Haben wir schon ein bisschen Gerstenmehl? Sag mal. Arbeitet das Ding nur, wenn wir in der Nähe sind? 10 verarbeitet? ...19 hinzugefügt. Ach, nee, macht's nicht. So, zeig mal her. Nee, nicht Brotteig. Ich will Lox-Pastete. Lox-Fleisch haben wir wieder weggepackt. Alles andere sollte am Start sein. Da haben wir sie. Einmal. Zweimal. Es fehlt an Gerstenmehl. Wahnsinn. Ja, es braucht halt ein bisschen länger. Jetzt müssen wir mal gucken. Brauchen wir jetzt erstmal Holz? Objekt backen. 2 Stück. Ja, passt. Jetzt bloß nicht verpassen. Guckt sie euch an, sie brutzelt. Das wird unsere Nahrung zum Sieg. Wenn es fertig gebrutzelt ist, dann würde ich mal gucken, was wir noch bauen können, schönes. Machen wir den Bauhammer hier. Ich will es jetzt aber auch nicht verpassen. Warte mal. Ja, guck mal, so sehen wir es noch. Kartografietisch. Kohlehaufen. Gar nicht gesehen. Schatzkiste. Boah, jetzt müssten wir auch alle gut Silber. Ja, doch, können wir alles haben. Warte mal. Ist hier gerade irgendwas gebrutzelt? Nee. Möbel brauchen wir dafür. Jetzt. Zack, zack. Zweimal Lox-Pastete. Wir haben noch 2 und haben damit 5. Können wir noch 1 herstellen. Lox-Pastete 2 Stück. Da haben wir gesagt 75 Gesundheit. Ich muss noch mal kurz durchgehen. Pardon.
Dann nehmen wir natürlich das Schlangendings mit und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch irgendwas, was ordentlich Ausdauer gibt und da wollten wir doch eigentlich... Wo haben wir es denn? Den Blutpudding mitnehmen, wo wir noch die Blutsäcke gebraucht haben, genau. Haben wir jetzt eins hergestellt? Ja. Passt. Also wir müssten noch irgendwie sowas hier, Rabenthron. 10 Eisennägel, 20 Edelholz. Können wir bestimmt irgendwie basteln. Hier so ein großer Tisch, auch Eisennägel, Teer. Steinthron, Stein, Hirschfell, Wolfspelz. Haben wir alles am Start. Basteln wir einfach mal fix alles oben hin. Wir machen uns diesen Gemütlichkeitsraum dann ja eben neuen Gebäude, hatte ich ja schon mal erwähnt. Da wird es dann on top gemacht. Aber wir basteln das jetzt einfach alles hier ins Haus rein, dass wir wirklich so viel wie möglich ausgeruht kriegen. Na gut, ich würde sagen, wir nehmen die Lox-Pastete hier noch raus, wenn sie fertig ist. Und machen dann an der Stelle hier Schluss mit der Folge. Like und Abo nicht vergessen, ich freue mich sehr. Also Samstag dann der Endboss-Kampf. Ich freue mich drauf, bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.